Hey Leute, hier ist wieder Zera und herzlich willkommen zu einem Video. Und wow, Leute, ich bin so aufgeregt. Ich freue mich riesig. Das ist echt der Wahnsinn. Schaut es euch an. So viele coole Beyblades. Und die habe ich von Hasbro zugesendet bekommen. Also vielen, vielen Dank an Hasbro und auch an Alex. Das ist derjenige, der für mich das jetzt alles geplant hat, soweit ich weiß. Und vielen, vielen, vielen Dank. Ich werde diese Sachen alle auf dem Kanal unboxen. Und ja, auf jeden Fall erstmal vielen lieben Dank an dich, Alex, und auch an alle Mitarbeiter von Hasbro dafür, dass ihr das hier möglich gemacht habt. Und ja, das Paket kommt wirklich von Hasbro, ohne Witz. Schaut es euch an. Da steht drauf, Hasbro Lieferschein, dann Hasbro, ja. Und ich zeige euch jetzt aber nicht meine Adresse, weil ich nicht möchte, dass ihr meine Adresse seht, weil sonst will ich keine Stalker. Ich hoffe, das ist okay. Also, jedenfalls... ich habe das jetzt ein bisschen umgeknickt, deswegen ist das ein ganz großer Zettel, aber ich denke mal, das geht so in Ordnung. Okay, also folgendes, Leute. Diese ganzen Beyblades werde ich auf diesem Kanal unboxen. Und ich freue mich riesig, tolle. Ich zeige euch gleich mal, welche das sind. So, und ich werde euch gleich alle mal zeigen, die ganzen Beyblades. Aber vorab möchte ich einmal noch erwähnen, dass mir das auch wirklich leid tut, dass mit dem Chosy Achilles. Ich wollte davon ein Unboxing machen, das habe ich auch gesagt. Jedoch hat das nicht ganz so geklappt mit dem Unboxing, denn ich habe diesen Bay einem Kumpel geschenkt und der hat sich wirklich sehr doll darüber gefreut. Er war richtig happy und das war es mir eigentlich auch wert. Und es tut mir leid, Leute, dass jetzt vom Chosy Achilles kein Unboxing kommt. Aber dafür haben wir haufenweise andere Bays. Also ich hoffe, das ist okay. Ich glaube, das ist ein Kompromiss. Okay, also... jetzt zeige ich euch mal die ganzen Bays. Als allererstes haben wir hier ein paar Beyblades, die ich mir selber gekauft habe. Die sind nämlich nicht alle von Hasbro, sondern das hier. Den habe ich mir selber gekauft. Das ist Gargoyle G4. Ein sehr, sehr cooler Beyblade mit 8 Massive Slingshock. Als nächstes haben wir noch das Doppelpack mit Morigna M4 2 Loop Slingshock und Tornado Yectrion Y4 mit 4, also mit 4 meine ich. Und die Spitze müssen wir kurz gucken. Ja, das ist Excel Slingshock, glaube ich, oder? Nee, gar nicht. Fusion Slingshock. Entschuldigung, Leute. Okay. Der ist auch ziemlich cool. Als nächstes haben wir hier noch zwei Beyblades. Das sind die beiden, die ich mir noch gekauft habe. Das hier sind einmal Bush in the Shindra mit Hurricane. Die Hasbro-Version ist das, die Core Disc. Also Hurricane und das ist, lass mich überlegen, Keep heißt die Spitze, genau. Und hier haben wir noch den Ace Dragon mit der Hasbro Sting und der Driver ist Charge. Sehr cool. Die werde ich alle auf dem Kanal unboxen, aber jetzt kommen wir zu den Sachen, die Hasbro mir geschickt hat und ich freue mich wahnsinnig dolle. Okay, also, als allererstes haben wir hier, tada, Rock Dragon. Mit Sting und die Spitze heißt Charge. Genau das gleiche, was wir hier auch hatten. Bei dem hier, nur mit einer anderen Layer Base und einer anderen Farbe. Und das sieht ziemlich cool aus. Also mir gefällt es sehr gut. Das finde ich auch an die Takaratomi-Variante dran. Okay, und hier haben wir Ogre O4. Oder gar nicht. Oh, Entschuldigung, Ogre O5. Ogre O5. Zero und die Spitze ist Tip Hypersphere 14. Warte mal, kann das sein, dass das... Ups, nein, das sind nicht die gleichen. Mysteriös, ich weiß gar nicht, welche der Spitze das ist. Die sehen ein bisschen gleich aus, aber nicht wirklich, denn sie sind komplett unterschiedlich und verhalten sich auch unterschiedlich, aber das ist mysteriös. Also... schon mal ziemlich cool. Muss ich nochmal nachschauen, was für eine Spitze das ist. Genau, dann haben wir als nächstes noch... Okay, und als nächstes haben wir hier... Cosmic Kraken K5. Mit einer Disc, die ich nicht kenne. Und einem Driver, dessen Namen ich nicht weiß. Es tut mir leid. Das ist die Hypersphere-Variante von einem Driver. Aber ich weiß nicht, welcher das ist. Das fällt mir jetzt gerade wirklich nicht ein. Es tut mir leid. Naja, wie dem auch sei. Hier ist auch noch ein Gargoyle. G5 in einer sehr, sehr coolen Farbvariante. Schaut es euch mal an. Ich mag die Farbe. Ja, okay. Also, das ist Gaga G5. Das ist ein Recolor der Turbo-Variante von dem Hasbro-exklusiven Gargoyle G4.
8, nee, gar nicht 8 Dash, einfach nur 8 und Massive. Und das hier ist Garou G5 mit 10 und Keep Hypersphere. Sehr cool. Gefällt mir gut. Okay, und dann haben wir noch ein Doppelpack mit Viper Hydrax, Python und der Hypersphere-Spitze, die mir ziemlich neu scheint. Und ein Dolahan D5 mit 11 und noch eine Hypersphere-Spitze. Sehr cool. Okay, und dann haben wir als letztes von diesen Doppelpacks noch dieses hier. Das ist auch ein sehr cooles Doppelpack, jedoch habe ich das jetzt zweimal. Mal schauen, was ich damit mache. Ich habe mir schon ein bisschen was überlegt, aber ich bin noch nicht ganz sicher. Also, mal schauen, was ich damit mache. Okay. Und zu guter Letzt haben wir, ihr könnt es wahrscheinlich schon erahnen, da im Hintergrund, was sich dort befindet, etwas richtig, richtig Tolles. Es ist nämlich das legendäre, tada, es passt gar nicht ganz auf die Kamera, das Baylet Burst Rise. Wartet, Leute. Das Baylet Burst Rise Hypersphere Vertical Drop Battle Set. Das meiner Meinung nach beste Battle Set, was Hasbro jemals rausgebracht hat. Na gut, das Cross Collision Battle Set war auch richtig Hammer. Das gefällt mir bis heute immer noch sehr, sehr gut. Und auf jeden Fall, das hier ist aber so gut von dem, was ich gehört habe, das übertrifft alles. Das stellt alles, was Hasbro jemals gemacht hat, in den Schatten. So gut ist das. Das ist so cool, das Set. Das ist ja Wahnsinn. Ich werde euch das in einem kommenden Video mal genauer erklären, was das alles kann. Und dann würde ich sagen, ja, war es doch erstmal wieder für dieses Video. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, lasst doch einen Daumen hoch da und ein Abo, würde ich mich sehr darüber freuen. Und ja, bleibt weiter, Gott segne und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Oh mein Gott, Leute, ich glaube es nicht. Wow, ich kann es echt nicht fassen. Ich bin hier gerade am Video arbeiten gewesen von dem Video, was ihr gerade gesehen habt. Und auf einmal klingelt bei uns plötzlich der Postbote. Normalerweise kommt immer bei uns eigentlich die Deutsche Post. Und dann denke ich so, okay, war die nicht schon hier? Und dann habe ich herausgefunden, nein, das ist gar nicht die Deutsche Post. Das ist DHL gewesen. Und dann denke ich mir nur so, okay, aber ich habe doch eigentlich gar nichts bestellt. Wieso kriege ich jetzt ein Paket? Und dann stellt sich heraus, gerade habe ich das Video gedreht, jetzt, tada, noch mehr Base. Ich glaube es einfach nicht, das ist so wahnsinnig cool, Leute. Hasbro hat uns noch ein Paket geschickt und das kommt sogar noch jetzt an und wow, ich habe das andere Video, habe ich gerade erst gedreht und dann kommt noch ein Paket. Das ist der Wahnsinn, Leute. Das ist einfach nur der Wahnsinn. Oh, ist das cool. Also ich freue mich echt wahnsinnig toll darüber, über diese ganzen Base und herzlichen Dank an Hasbro nochmal. Einfach der Wahnsinn. Super klasse. Ich kann es echt nicht glauben. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Ihr seid echt die Besten. Und ja, also die Base, die ich jetzt noch hier habe, sind, ich kann euch das mal zeigen. Einmal Air Knight. K5, 8 Dash und diese Hypersphere-Spitze. Und dann haben wir hier nochmal ein Air Knight K5. 8 Dash mit der Hypersphere-Spitze, also insgesamt 2 Stück. Und mal schauen, was ich mit dem anderen mache. Dann habe ich hier noch ein, tada, einen sehr, sehr coolen Beyblade. Das ist Solar Sphinx. Die Sonnensphinx mit 6 und das, ich denke mal von dem Muster, von der Spitze her, scheint das eine Jaggy Hypersphere zu sein. Sehr cool. Und zu guter Letzt noch einen richtig coolen Bay, den ich schon sehr lange haben wollte. Das ist Ruder R5 mit einer 7 und dieser Hypersphere Spitze. Wieder einmal, also ich kenne die Namen der Spitzen nicht, weil die sehen alle komplett anders aus als die, die es vorher gab. Und das ist richtig cool. Endlich was eine Revolution in Beyblade sogar. So würde ich das sogar nennen. Denn das ist einfach nur der Wahnsinn, was Hasbro da sich da einfallen lassen hat. Und kann ich das nochmal zeigen? Die sind halt alle
für diese Arena, für die, kann man nicht so drauf sehen, aber für die Hypersphere Arena sind die gedacht. Genau. Und in der normalen Arena sind die Spitzen sehr gut, aber in der Hypersphere Arena haben sie ihr volles Potenzial. Genau, ich denke, das war es erstmal wieder für dieses Video jetzt, aber ernsthaft, weil, ich muss gleich noch haufenweise Unboxing-Trainer fahren, also das wird richtig cool werden. Freut euch schon mal auf die nächsten Unboxings in den kommenden Tagen und würde ich sagen, bleibt weiter, Gott segne und bis zum nächsten Mal. Tschüss!